Hallo Leute, heute wollte ich euch einen kleinen Tipp geben, und zwar wie ihr in einer Woche lang eure Haare 1 Zentimeter lang wachsen lassen könnt. Und das Einzige, was ihr dafür braucht, ist Olivenöl. Und ja, am besten, bevor ihr diese Prozedur macht, erwärmt ihr das. Und ja, dann gebt ihr es auf den Ansatz, massiert es in den Ansatz rein, sodass die Durchblutung ein bisschen gefördert wird. Und ja, dann kommt es eigentlich zu dem Wichtigsten, sage ich jetzt mal. Und zwar müsst ihr 4 Minuten lang euren Kopf über Kopf halten. Das kann am Anfang, da kriegt man am Anfang wahrscheinlich ein bisschen Kopfschmerzen, weil der Kreislauf halt ein bisschen gestört wird und das Blut halt in den Kopf schießt. Aber das ist ja das, worum es bei dieser Methode geht. Das ist nicht gefährlich und das bringt auch keinen um. Man kriegt höchstens ein bisschen Kopfschmerzen danach. Aber das ist normal. Das Einzige, was man halt beachten muss, ist, dass man danach schön langsam wieder hochkommt, weil wenn man zu schnell hochkommt, dann kann es sein, dass man umkippt und das will man ja nicht. Jedenfalls war es bei mir so, ich bin umgekippt. Und ja, wenn ihr das dann gemacht habt, 4 Minuten lang, dann hochkommt und dann würde ich mir sofort einen Zopf machen, damit die Haare halt noch ein bisschen auf Spannung sind. Und das war es eigentlich auch schon. Das macht ihr, also diese Prozedur macht ihr dann jeden Tag und dann in einer Woche könnt ihr dann halt schon einen Erfolg erzielen. Und jedenfalls war es bei mir so. Ich meine, meine Haare wachsen eigentlich gar nicht und für mich ist das voll der Fortschritt, dass sie jetzt schon so lang geworden sind und ich mache diese Methode halt immer noch. Mein Hamster wird wach. Und ja, also ich hoffe, dass euch das ein bisschen geholfen hat für alle Mädels da draußen, die halt kurze Haare haben oder noch längere Haare haben wollen, dass sie das dann halt ausprobieren und mal gucken, ob es bei ihnen auch funktioniert. Und wer weiß, vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Ich meine, es kommt immer auf die Person an. Aber ich weiß, dass es bei ganz vielen anderen Mädchen auch funktioniert hat. Und bei mir hat es auch funktioniert. Und ja, dann wünsche ich euch einfach mal viel Glück dabei, wenn ihr das wirklich ausprobieren wollt. Weiß ich ja nicht. Aber ja, lasst mir einfach mal ein Feedback da, ob ihr das ausprobiert oder ob es bei euch schon funktioniert hat oder ich weiß nicht, ob ihr auch noch irgendwelche Tipps für mich habt. Und ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon mit meinem Video. Das sollte ja nur ein kleiner Tipp-Video werden, ein kleines Tipp-Video. Und ja, dann hoffe ich mal, dass es euch gefallen hat. Ja. Man sieht sich dann im nächsten Video, ne? Ja? Bambi! Au! Sag Hallo! Hallo!